hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Berge Gilead. Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold, mit seinen Locken kraus und schwarz, wie von einem Raben. Wie ein Purpurfaden sind deine Lippen. Deine Lippen sind wie Lilien, sie triefen von fließender Myrrhe. Der Scheibe eines Granatapfels gleicht deine Schläfe. Du gleichst einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum, deine Brüste prall wie Weintrauben. Dein Leib ist wie makelloses Elfenbein. Deine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Meine Schwester, liebe Braut, bist ein umzäunter Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Baum. Deine Lippen sind süß und alles an dir ist lieblich. Meine Augen sind braun und tief wie heiße Schokolade. Dein Lächeln ist wie Honigkuchen. Deine Schenkel sind fest und stark wie Schinkenwürste frisch aus der Leuchterei. Deine Wangen sind weich wie Buttercreme auf einer Hochzeitstorte. Deine Stirne glänzt wie Flugzeuglandefläche in flirrender Sonnenhitze. Dein Haar schillert wie ausgeflossene Benzin an der Tankstelle. Liebe Männer, liebe Frauen, ich sehe, dieses Thema interessiert Sie. Nun, mich interessiert auch. Dieses Thema ist meine Passion, meine Profession, mein Beruf. Ich bin Heiratsvermittler. Ihn. Ja, aha. Wie Sie hören, ich bin nicht hier geboren. Ich hoffe, Sie verstehen trotzdem. Ja, Sie verstehen trotzdem, da die Dame in Blut. Das ist gut. Ich bin unterwegs in ganz Europa. Heute hier in Erfurt, aber nur für kurze Zeit. Immer da, wo leben Männer und Frauen. Denn ich bringe zusammen Männer und Frauen. Oder Frauen und Männer. Heutzutage auch Männer und Männer. Und Frauen und Frauen. Wenn sich aber bedarf, sich in Vertrauen wenden an mich. Aber nicht sofort, sondern erst am Ende von dieser Veranstaltung. Von dieser Informationsveranstaltung. Denn heute Abend, ich informiere, wie wichtig ist professionelle Vermittlung von Ehe. Das interessiert. Deshalb sind Sie da. Und jetzt, wir fangen an. Greifen hinein in unsere heilige Schrift. Tora, erste Buch Mose, erste Vermittlung von Ehe. Abraham sprach zu Abraham, kann ich mal dein Zebra haben? Kleine Scherz. Abraham, schon vor langer Zeit, war mit seiner Frau fortgezogen aus seinem Väterland, Mesopotamien. Und jetzt lebt er mit Frau und Tochter, mit Sohn und Frau im Lande Kanaan. Abraham war alt. Und alt war seine Frau Sarah. War sogar schon tot. Aber ihr Sohn Isaac war noch unbeweibt. Wie sollte weiter bestehen das Geschlecht? Also, Abraham schickte seinen alten Knecht Eliezer, ältesten Knecht, der mit meiste Erfahrung, ja, fort, um zu suchen für seinen Sohn Isaac eine passende Ehefrau. Aber wie
sondern im Land von seinen Vätern, Mesopotamien. Das ist ein wichtiges Thema von Vermittlung von Ehe. Findest du Partner in näherer Umgebung, zum Beispiel hier in Erfurt, vielleicht Ried oder Titterstedt? Oder wo kommst du her? Ja, nicht, Ried? Das bedeutet in diesem Fall Vermietungsgebühr von 2% von Mietgift. Oder findest du Partner in weiterer Umgebung? Zum Beispiel Frankfurt oder Paris, New York, Dushanbe. Das bedeutet heute Vermittlungsgebühr von 5% von Mietgift. Außerhalb, du findest natürlich immer bessere Partner, sonnenklar. Also, Knecht, ihr Leser, geht lange, sehr lange, bis er kommt mit seinen Kamelen an einen Brunnen vor dem Tor. Von Stadt. Von Land. Von Feldern. Von Arbeit. Frauen kommen aus der Stadt, um zu holen Wasser. Schöne Frauen. Junge Frauen. Nein, das nicht Frauen, das Kamel. Knecht Eliezer überlegt, welche ist die richtige? Die passende. Ich demonstriere. Oh, schöne Frauen, junge Frauen. Aber welche ist die richtige? Oh, diejenige, welche mir Wasser anbietet und auch meine Kamele tränkt, die werde ich fragen. Gesagt, getan. Geschichte von meiner Profession. Vermittlung von Ehe.